Ein liebes Willkommen. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Samhain, oder auch Samhain genannt, ist ein Fest zur Ehre der Toten. Es bedeutet auch so viel wie das Ende des Sommers. Es ist das Neujahr der Hexen und ein Mondfest. Der Beginn der kalten Jahreszeit beginnt, die Ernte ist eingefahren. Ist Halloween und Samhain dasselbe? Nein. Halloween bedeutet Abend vor Allerheiligen und wird am Abend des 31. Oktober gefeiert. Er wird gerne mit Freunden und der Familie begangen. Samhain oder Samhain ist eher spirituell zu betrachten. Je nach Region oder Tradition wird es nicht immer nur am 31. Oktober gefeiert. Man kann es nur am 31. begehen oder beginnt auch damit 3 Tage zuvor. Viele beginnen damit auch zum 11. Neumond. Es bleibt dir also überlassen, wie du es handhaben möchtest. Halloween wird zudem eher mit Trubel und gruseligen Verkleidungen und öffentlich gefeiert, während Samhain in Stille für sich begangen wird. Hierbei kann man sich auch etwas Besonderes anziehen. Traditionell eine schwarze Gewandung oder für die Geister etwas Weißes. Gut wäre aber zumindest etwas, was man sonst nicht täglich trägt. Wie feiert man es nun? Traditionell mit einem Abendessen, welches man selbst zubereitet hat. Decke dafür nicht nur für die Lebenden den Tisch, sondern auch für die Verstorbenen. Der Schleier zu dieser Zeit ist sehr durchlässig und vielleicht kannst du auch diese Energien wahrnehmen. Serviere jenen, die bereits in der Anderswelt sind, Speisen und Getränke, ebenso wie jenen, die noch auf dieser Seite sind. Rituale müssen nicht immer aufwendig oder kompliziert sein. Sie müssen auch nicht über Stunden dauern oder einen speziellen Wortlaut beinhalten. Oft sind es die einfachen, welche dafür aber sehr kraftvoll und voller Energie sind. Wie folgende. Geh spazieren. Mach einen Waldspaziergang oder in der Natur, wo du aber für dich sein kannst. Erlebe den Spaziergang mit all deinen Sinnen. Wie sieht es jetzt aus? Wie riecht es? Ist es frisch, windig, sonnig? Gerade richtig? Fühlst du dich wohl? Wie spürt sich das Gehen an? Raschelt es? Es ist ein meditatives Erleben des Lebenskreises. Und du bist ein Teil davon. Sammle Blätter, Steine, kleine Äste. Und damit kannst du auch deinen Altar verschönern. Dein Altar. Hast du noch keinen Altar, kannst du zu Samhain einfach einen aufstellen und bunt gestalten. Du kannst ihn auch gerne bereits 3 Tage vorher aufstellen. Dekoriere ihn mit den Früchten des Herbstes und Symbolen zu Ehren deiner Ahnen. Zum Beispiel mit Nüssen, bunten, frischen oder getrockneten Blättern, Kürbissen, Beeren, Blumen in den Farben des Herbstes, Wein, Rosmarin. Vielleicht möchtest du auch einen Totenkopf dazustellen und es mit kleinen Geistern aus Papier abrunden. Du kannst auch etwas malen, zum Beispiel eine prall gefüllte Obstschale. Diese kannst du natürlich auch wirklich aufstellen. Für eine Räucherung passen zum Beispiel auch Rosmarin, Zimt, Salbei, Patchouli, Ebereschenbeeren, Hagebuttenbeeren, Lorbeer. Ahnenehrung. Besuche die Verstorbenen am Friedhof und bringe ihnen frische Blumen mit. Du kannst deinen Ahnen auch gedenken, indem du ihnen einen eigenen Altar erstellst. Suche dir dafür Fotos oder Gegenstände, die ihnen gehörten, und platziere diese auf den nun dafür vorgesehenen Platz. Zu den Verstorbenen kannst du natürlich auch Freunde gedenken, die bereits gegangen sind, oder auch Haustiere, die über die Regenbogenbrücke gingen.
Entzünde eine Kerze und sende ihnen positive Gedanken. Danke, dass sie Teil deines Lebens waren und noch sind. Erhältst du währenddessen Eindrücke, Nachrichten, neue Gedanken, schreibe diese auf. So kannst du immer wieder nachlesen, wie es jedes Jahr für dich war und welche Eindrücke du erfahren durftest. Diesen Altar kannst du nun das ganze Jahr stehen lassen oder auch nach dieser besonderen Zeit wieder abbauen. Allgemein gilt zu dieser Zeit: Lade deine Familie oder gute Freunde ein. Serviere ihnen dunkles Brot, Obst, Gemüse, Wein, Met oder Most. Wem es liegt, kann auch wild zubereiten. Den Esstisch kannst du ebenfalls mit passenden Symbolen und Dekos passend zur Zeit schmücken. Gerne auch mit wunderbaren, tollen Kerzen. Der Tisch soll nun etwas Besonderes darstellen. Etwas, was man nicht jeden Tag hat oder macht. Es soll dabei aber nicht Trübsal geblasen werden. Oder dass man nun zusammen traurig am Tisch sitzt. Im Gegenteil. Feiere das Leben. Schau zurück, was du in diesem Jahr gemacht und gelernt hast. Was ist dir alles widerfahren? Was hast du alles gemeistert? Woran bist du gewachsen? Vielleicht möchtest du auch meditieren. Schreibe auch hier, auch zu deinen Erinnerungen und deine Rückblicke des Jahres in ein Büchlein. Wie du es auch begehst, ich wünsche dir eine besondere Zeit. Danke für deine Zeit.